Hallihallo zu einer neuen Folge von Hand Showdown mit dem Skuldur an meiner Seite. Hallöchen. So, das ist jetzt der zweite Versuch. Gerade im ersten Versuch hatte ich leider Verbindungsprobleme und bin aus dem Spiel geflogen. Ich habe wieder einen Stufe 1 Charakter. Er hat jetzt leider einen Stufe 11 Charakter. Das sind die letzten Charakter, die wir uns erstellen können. Nee. Ja, und er ist halt letzte Runde aus dem Spiel gekommen und ich bin halt rausgeflogen, also. Und hat null Erfahrung bekommen, ne? Genau. Das ist halt echt kacke. Wo müssen wir eigentlich hin? Da einmal. Hä, wo bist du hin? Bist du nach links immer, oder? Ja. Da gerade, ne? So. Ja, passt. Not. Ach so, jetzt sind wir bei der Spinne. Naja. Ja. Sollten wir nochmal das so eine Frau? Da ist wieder so viel Viechzeug. Alter, ich bräuchte hier mal da kurz eine Hilfe erwähnt. Oh Gott, ja, warte, bin sofort da. Oh. Ah. Wenn ich keine Ausdauer mehr habe, macht sie. Du nimmst sie mit Flammen. Lol. Lol. Okay, du hast beide erwischt. Das war geplant. War das gerade ein Schuss? Nein. Ich habe nichts gehört. Doch. Jetzt nochmal. Stimmt. Nochmal. Vorsicht hinter dem Zaun irgendwie nochmal. Stimmt, du hast recht. Das waren Schüsse, aber die waren relativ. Die waren relativ weit. Das ist gar nicht so scheiße. Nee, die hatte ich auch mal. Also die war wirklich gut. Muss aber können. Was? Oh, Alter, ich hab das Spiel. Was? Warum schießt du? Ja, aber die Frau. Ach so. Die hat mich irgendwie angeschaut und. Ja, wo ist denn jetzt der Hinweis? Wir brauchen den Hinweis. Ja, da drinnen. Irgendwo. Ich nehme jetzt mal die Pistole, weil irgendwie rumrennen mit. Glaube ich, ist echt mit der Pistole besser. Nee, halt. Der ist so. Hallo. Dann gönn ihn dir mal. Scheiß Viech, geh runter. Oh, Alter. Was? Nee, alles gut. Da lebt er noch. Ja, weil da zwei waren. Nee, da waren drei. Oder so. Sorry, mich hat's einfach nur so gerissen gerade. Aber andere Spiele hätten es ja nicht sein können, weil das Ding immer nicht rot, aber trotzdem, Alter. Oh. Lass mich gerade echt erschrocken. Ja, sorry. Ja, das ist einfach, wenn die wirklich. Halt ich, immer wenn ich so um die Ecke gehe, ne? Und genau in dem Moment steht einer direkt vor dir, da kann ich. Da denke ich, da will ich einfach nur schießen, weil ich habe immer Angst, dass gleich verbluten oder sonst irgendwas. Da muss man überprüfen. Ich habe keinen blassen Dunst. Wollen wir vielleicht ins andere Gebiet rüber switchen? Ja, irgendwie, das wäre mir fast lieber. Richtung 200 Grad einfach daraus. Oh, sieht so geil aus, wie dieses Licht da so reinkommt. 200 ist aber. Ah, das ja. Ist doch. Ja, was ist das andere Gebiet dann rüber? Ich überlege gerade. Echt, soll man hier aufmachen? Einfach hier raus, genau. Ja. Doch. Mal auf den Flammentyp gehen? Ja, ich sag einfach, du machst die ganzen Nahkampfdinger, weil. Ich weiß gerade nicht so recht. Ich habe ein noch schlechteres Gefühl als vorher. Aber sie schießen rum, heißt das, es ist nicht verpackt immer. Also man kann da aufs Dach. Oh, krass. Ja, aber das ist ja dann sehr. Ja, Tode, sehr eigentlich dein Todesurteil, ja. Aber eigentlich gehen wir gerade zu den Schüssen, ne? Das ist eigentlich an gerade. Das hellste. Sau gefährlich. Weil links ja von uns eigentlich das Fort ist. Das Fort. Ja. Und da einfach über die Brücke laufen, bist eigentlich ein gutes Ziel für Scharfschützen, oder? Ja, klar, aber da müssen andere schon sehr viel Glück haben, dass du in dem Moment gerade rüberläufst. Ja, das stimmt. Oder wir viel Pech. Oder so, ja. Das ist wahrscheinlich eher der Fall. Boah, die kämpfen doch schon, Alter, gegen den Schlechter, oder? Ja, das ist echt so. Dann will ich wenigstens noch einen Hinweis haben, ha? Hol dir den noch schnell. Achtung, da kommen zwei auf dich zu. Was, nochmal welche? Ah, ne, passt schon. Schnauze Pferd. Oh, was? Oh mein. Andere Spieler? Ja, oh, scheiß Frau, ey.
Okay, dann halten wir uns jetzt rechts ins Fortgebiet. Vorsicht. Aha. Ja. Das dachte ich mir schon. Wo ist es? Ah, relativ. Ja, da könnte man entweder jetzt... Ja, gehen wir hoch, oder? Wieder. Ja. Oh, wieder über die Brücke, ey. Nicht gerade das Beste. Nee. Das fordern wir uns da schon fast raus. Ja, sind jetzt die Wasserviecher wieder da? Nee, oder? Ja, ich mag trotzdem irgendwie über die Brücke gehen. Ja, weil im Wasser ist man eigentlich noch weg. Obwohl unten da ist auf der Sandbank. Ja, obwohl, so durchs Wasser ist schon gefährlich. Boah, nee. Wow. Was? Lol, bei mir hat's gerade geruckelt und dann war ich ganz woanders auf einmal. Theoretisch war ich eigentlich gerade auf der Brücke und zack, war ich im Wasser unten. Unterhalb der Brücke. Nicht gut, weil das hatte ich meistens einmal bei meinem Verbindungsproblem erstmal so. Oh, nee, gut, aber es sind andere Spiele drin. Also ja, finde ich, das stimmt. Die Schüsse. Und vorhin war ja gar nichts. Also. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Einfach direkt vor uns eigentlich, ne? Ja. Sollen wir links oder rechts sehr, bleiben? Sehr kleine. Rechts. Rechts, gut. Aber denk dran, dass jetzt wir mitten, wirklich eigentlich fast mitten in der Map sind und dass jetzt die von jeder Seite kommen. Weil es wirkt gerade so, als wären wir eigentlich so am Rand der Map, aber eigentlich sind wir genau mittig. Das heißt, die können hinter uns kommen, neben uns. Ja. Und es ist ein sehr kleines Gebiet, also dass man da sich mal über den Weg läuft, ist schon mal da drin. Da wärst du mit Munition. Aber ich brauche eigentlich gerade nichts. Ich habe nie geschossen. Bin mir gerade nicht sicher. Ah, jetzt hat es bei mir auch kurz geruckelt. Glaube ich. Ne, jetzt ist es voll. Warte, wo müssen wir überhaupt hin? Gerade. Geradeaus immer noch. Oh Gott. Ne, ich will da nicht durchgehen. Ja, hier geht es einigermaßen. Komm mal kurz her. Was? Achso, du redest nicht mit mir. links? Hä? Also machst du geradeaus? Ja, oder? Geradeaus oder links? Geradeaus. Obwohl, ja eigentlich doch. Eigentlich laufen wir bei einem gerade voll vorbei. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und das ist schwer. Eigentlich ist es jetzt so eine 50-50 Chance. Na gut, aber das geradeaus ist eigentlich relativ nah, oder? Nochmal. Ja, ich habe die Vermutung, dass es wieder in dem Keller da ist. Ja, bei dem Haus im Keller. Nee, nicht im Keller, sondern da oben drin da. Oh, so frei hier alles. Boah, das ist gerade übel. Ich glaube, ich... Ah, da leben... Oh Gott. Ach, ein Feuerteufel. Vor dir. Was? Ah, ja. Du hast nichts gesehen. Boah. Ah, das ist hier gerade richtig nervig. Das sind richtig viele nervige Viecher unterwegs. Du bist auch so schnell. Was? Noch ein Feuerteufel. Der hat dich schon gesehen. Der hat dich gesehen, ne? Ja, weil ich mich vor dich gestellt habe. Weil ich Schlagring habe. Ich habe gesehen, dass er sich reagiert hat auf dich, hat dich angeschaut und gebrüllt. Und dann bin ich gleich losgerannt auf ihn zu und dann ist er halt auf mich gerannt. War doch gut, oder? Ja. Oder hätte ich ihn auf dich zurennen lassen sollen? Naja, alles gut. Aber eigentlich hat er bei mir nicht reagiert, hätte ich gedacht. Krass, das wurde auch noch nicht entdeckt von anderen Spielern. Ui. Ja. Hey, wir hatten... Nö, lol. Glück. Ja, eigentlich so. Relativ Glück. Ich glaube, wir müssen jetzt... Hä? Da links. Ja, wobei.
viel fettes Zeug hier. Vor allem die anderen haben ja schon... Was machen eigentlich die anderen? Also ich glaube, die wollen rausgehen. Ich meine, komisch, was eigentlich bei der Spinne noch kann. Ja, und auch die Hinweise, die wir bis jetzt aufgehoben haben, beziehungsweise das eine gerade, das wird auch noch nicht aufgehoben, ne? Die zwei sind relativ weit auseinander, also die fair. Boah. Oh Gott. Hab ein scharfes Auge. Du hast ja eigentlich gute Waffe eigentlich für solche. Ja, aber wenn ich sie sehe. Oh ne, Höllenhunde kann's knicken. Hab ich keinen Bock drauf. Kann's knicken. 180 Grad drehen. 19, doch 180. Ah, toll. Sorry, musste sein. Ja. Ich renn mal in das Stück Wald hier rein. Da fühle ich mich ein bisschen wohler. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie gerade. Boah, das ist ja. Ich höre doch schon wieder so eine Tante. Ja, ja, die ist aber. Ja, die ist direkt vor uns. Kannst du? Nee, nee. Ja, gut. Ja, es hilft nichts, die müssen wir. Das. Alter! Ach. Boah, da sind aber überall noch die ganzen Viecher im Leben. Also. Ja, eigentlich habe ich auch. Naja, gut, das heißt aber nicht. Ja, die können. Ja, gut, wir haben. Ich frag mich so oft, wie die da vorbeikommen immer, ne? Oh! Schreck mich nicht so. Vielleicht. Kann sein, dass er auch einfach echt einfach nur durchlaufen. Und die hören ja dann irgendwann mal auf zu verfolgen. Meinst du? Na, dann chill doch mal. Leute, sind da viele. Also wenn da wer ist, die wissen, dass wir kommen. Oh Gott. Aber dann weiß halt auch noch keiner. Nee. Und da vorne ist auch noch eine Tante. Also so normale halt. Und ja. Was machen denn die anderen? Die gehen raus, glaube ich. Die laufen. Wo laufen die denn hin? Keine Ahnung. Die laufen nicht mal schreit zum Ausgang. Ja, vielleicht wollten sie ja noch über Hemlock hoch oder so, in Hemlock hoch oder so. Ah. Ich weiß es ja nicht. Na, aus muss vielleicht wollten sie noch ein bisschen farmen. Oh, gegen die Spinne habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, Alter. Naja. Ja gut, jetzt sind wir aber auch durchgekommen, ohne die ganzen Viecher zu töten, ne? Einigermaßen. Oh, ich höre es jetzt doch so schwer rumlaufen. Ah, nein, ist bei mir! Oh. Gott. Ah, ich habe hier eine Falle. Ich lege mal eine Falle hierher, ne? Mhm. Vielleicht lauft da jemand dann rein. Wow, jo, das ist ja widerlich. Jetzt haben wir eigentlich die größte Schwäche von diesem Bossfight, ist, dass halt das Gebäude nicht verlassen. So überlebt man das. Der hat mich echt noch erwischt. Ja, ich habe eine Laterne. Hast du gerade? Nein. Und ich die haben gerade ein Monster gekillt, direkt vor meinen Augen. Ja. Fuck, wo waren die? Ich hab. Die müssen. Alter, dass die das Monster erschießen. So ein stinknormales Monster. Vielleicht haben die gedacht, das ist wer. Oh, Scheiße. Das ist mein Problem. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Oh, die Spinne ist direkt bei dir. Leider habe ich sie nicht erwischt. Ja, wir bleiben aber fast oben, würde ich sagen, oder? Oder sollen wir runtergehen? Oben bleiben und gegen die Spinne kämpfen. Alright. Dann probieren wir unser Glück mal. Vielleicht haben wir Glück und die anderen kommen irgendwie rein und. Ja, toll, du kennst unser Glück in der Hinsicht. Gott. Oh, fuck, man muss richtig aufpassen jetzt. Au! Oh, das ist. Ah, sie hat mich erwischt. Mich auch. Das ist gerade. Also wenn die jetzt hochkommen, wir sind richtig gefickt. Das stimmt, ja. Ach scheiße, ich kann mich nicht heilen. Warte, ich muss mich kurz heilen, ja, die werden aber vielleicht auch. Oh, wir müssen vielleicht raus, oder? Das grad. Tor ist hier offen. Oh, geh runter. Ich mach das Tor hier zu. Hier ist noch eine Laterne.
Wow. Ich gehe wieder hoch. Okay, komm mit hoch. Ich traue mich auch gar nicht so richtig, meine Pistolenmunition jetzt zu verschießen. Das ist mein Ding. Weil ich habe nur 8 Schuss mit der noch. Ah, da ist Muni. Oh Gott sei Dank. Hä, was? Da ist Gift. Nein, nicht in die Giftwolke ran. Ich leg hier eine Falle hin, ne? Okay, da. Ja. Wir sollten vielleicht echt immer auf der gleichen Ebene sein. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich versuche. Oh, ich überlege gerade, ob ich wieder mit Ding rum. Ich hab eine Laterne. Wo ist er? LOL, wie hat er. Hey, LOL, wie hat er erwischt? Hey, wie hat die mich jetzt erwischt? Hey, LOL! Die haben mich zweimal erwischt. Ich muss mich kurz runterrennen und irgendwie heilen oder so. Ach, scheiße, ich kann. Ich komm mit. Kann bitte. Ach, die ist hier unten. Komm schon, wir schaffen. Komm, das bisschen noch. Weil wir haben das Heilung. Wo? Wo? Bring sie ist tot. Ja, bring mich zur Heilung. Schnell. Oder warte, verbannen, dann haben wir ja sowieso voll live, ja. Stimmt. So, da ist zu. Da ist zu, ja. Da ist eine Falle und da. Und kann man oben rein? Ja, ja, da kann man rein. Da, genau, da oben kann man, da kann man rein. Und hier ja, halt, ne? Rüber. Da unten ist zu, hier ist die Schiebetür. Kommen wir hier noch irgendwo rein? Die Schiebetür. Bist du gerade gesprungen? Ja, ich. Hast du gerade ja, gemacht? Achso. Ja. Gut, also ich bewache die Treppe und diese Schiebetüre. Ja, dort mehr gibt's ja gar nicht, oder? Großartig. Ich kann, ja. Ich kann hier die Treppe noch bewachen, aber... Genau, du musst die andere Treppe und wo die Falle hingelegt hast. Ja, das sind ziemlich safe andere Spieler, weil da ist ein Monster umgekippt. Ja, aber das hast du gesehen, oder? Hast du das genau gesehen, ich oder? Ich hab's gehört. Und darum habe ich gefragt, ob du gerade ein Viech gekillt hast. Weil ich stand direkt davor, ne, und habe gesagt, Achtung, ich wollte gerade zu dir sagen, Achtung, da läuft ein Viech zu dir. Und plötzlich aber mit einem Karacho kippt der um. Aber so nach vorne, so, puff, wie ein Headshot halt, ne? Kann es sein, dass du vielleicht... Was? Oh. Oh, die haben gekämpft. Sehr gut. Oh. Lol, direkt. Oh, vor dem Ausgang die Armen. Ja, die tun mir auch gerade voll leid eigentlich. Wir sind ja schon bei 50%, jawohl. Ne, vielleicht wollte er auf dich schießen, hat irgendwie das Monster erwischt gehabt. Ja, nee, das war viel zu weit. Also der war wirklich weit weg, das Monster eigentlich. Also relativ, das war halt gerade vorm Eingang, dass er hier reinrennt, hier. Naja. Ne, vor dem Schiebetor war der eigentlich. Aber es war eigentlich kein Schuss, das war doch, ich dachte, Nahkampf. Nee, Nahkampf ist nicht, da war kein anderer. Der ist wirklich nur einfach vor mir, und da dachte ich halt, wie hast du den jetzt erschossen? Aber da war kein Schuss eigentlich, hätte ich gedacht. Ich weiß es nicht, ich dachte schon, dass ich einen Schuss gehört habe. Ach so, okay. Also so, und dann ist er halt direkt umgekippt. Das war halt so, weil du auch gleichzeitig geschossen und das war so hektisch wieder wegen der Spinne. Ja. Ich bin gerade echt, ob ich Ding nehmen. Fackel. Und dann werfe, falls ich reinkomme. Ich glaube nicht, dass die reinkommen, ehrlich gesagt. Aber obwohl es auch doof wäre, weil wir dann die Sicht hätten für einen Moment, ne? Aber spätestens jetzt, wenn es nochmal reingekommen wäre. Okay, die anderen sind raus. Wo haben die da echt gecampt, meinst du? Nee, oder vom Ausgang campen? Das wäre schon hart gewesen. Ich habe mich jetzt auch nicht viel schießen trauen, weil ich mit meiner Pistole hauptsächlich kämpfe. Ja, und dann... Ich wollte jetzt, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schüsse habe ich jetzt noch. Aber es sind hier überall noch so ein paar Munitionskisten. Oben war noch ja, eine. Ich weiß schon. Aber die meisten habe ja, ich läuft, eigentlich schon. Läuft, das haben. Ich nehm's zuerst. Mhm. So. Ich guck schnell. Ich sehe aber niemanden, ehrlich gesagt. Also gerade so in der Gegend. Ja, das ist. Ja, vielleicht sind sie wieder zurückgegangen oder so. Vielleicht haben sie gar nicht gecheckt, dass wir da sind, wollten hin. Oh, hier wäre noch Fallen gewesen.
Achtung, ich lege hier eine Falle hin. Einfach aus Prinzip. Ach, da ist Bäume. Alter, ich stelle mir gerade vor, es muss hier richtig stinken, weil schau dir mal an, wie viele Fische hier hängen. Alter, es muss hier widerlich riechen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja gut, und jetzt dann Richtung Ausgang, hm? Da gleich da oben, oder? Nochmal Muni. Ja. Achso, habe ich schon genommen wahrscheinlich. Dann Richtung. Oh Gott. Ja, so 60, 75 da Richtung. Ja, ich würde hochgehen, eher, oder? Ja genau, meine ich ja da hoch. Gut. Ja genau, 60. Da ist 60, 75, ja. Ladies first. Boom, es wäre so lustig gewesen. Boom, Hatchet. So mal. Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht langsam bewegen, ne? Ne. Weil. Warte, ich schaue erstmal nochmal. Schau mal. Nichts. Ich verstehe das aber nicht. Ah, da ist definitiv irgendwas verreckt. Also, ich habe Videobeweis, ohne Witz, da schaue ich dann später nochmal nach. Ich bin mir so sicher, dass der vor uns einfach. Ja, ich habe es ja auch gehört. Ich hätte gedacht, die Gegner wären ja direkt bei uns, weil das für mich ein Nahkampf. Dann war das noch ein bisschen schockierender für mich. Nein. Natürlich. Oh, ne. Alter, willst du nicht verrecken, du Scheißhund? Oh, der lebt ja noch. Ah, oh Gott. Ja, die halten ganz gut aus, Alter. Ich hab da dreimal drauf geschossen. Wo ist der? Meine Fresse. Oh, da ist Gott sei Dank. Oh, noch kurz vor dem Ende von dem Ding. Oh Gott, das ist hier frei. Leck mich am Arsch. Wenn die hier eine Sparks haben, ne, oder sowas. Könnte dir. Ah. Alter, das ist der schnelle Wasser. Ja, das habe ich auch mal das Gefühl, dass die normal gehen können im Wasser, im Gegensatz zu uns. Ja. Ich schaue noch mal kurz. Achso. Achso, naja. Scheiße, sind wir beide abgebrochen. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nichts gesehen. Nein, ich habe daneben geschlagen. Blöde Kuh. Au. Oh Gott. Danke dir. Nee, ich habe dich nicht erwischt, oder? Nee, ich weiß nicht. Die Frau hat mich einmal erwischt und habe ich schon geblutet, also. Ja. Nee, kein Ding. Ich überlege gerade nur, ob ich mich kurz heile, weil. Ich glaube schon. Ich heile mich schnell einmal, weil. Ich schieß. So. Muss dazu aber sagen, eigentlich würde ich fast gern raus gehen, weil irgendwie. Da war 100 Pro wer. Mich wundert es ehrlich gesagt gerade. Bisschen. Ja, vielleicht nochmal. Ich schau nochmal kurz. Habe ich das diese Folge eigentlich schon geklärt? Oder war das letzte? Ich weiß gerade gar nicht mit dem. Folge, war das letzte Folge? Mit diesen Fellrunden? Ja, genau. Ja, es war letzte Folge. Mach ich gleich, wenn wir hier extrahiert sind. So. Ja, also ich habe keine Sicht mehr, aber. Nee, sieht alles clear aus. Das fürcht mich aus. Das ja, ich verstehe das, auch nicht ganz. Hä? Hast du gerade geschossen nochmal? Ja. Hat sich, ja, es hat sich nicht nach einer Schrotflinte angehört. Sorry. Hast du. Ja, auf alle Fälle, was ich letzte Runde gesagt hatte im Aufnahme, wo dann ich die Verbindung verloren hatte, war im letzten Video, im letzten Spiel, hat jemand einen Kommentar drunter geschrieben, dass er auch gerne die normalen Runden sehen wird, also diese, wo man normal sterben und so. Das ist kein Ding, das kann man machen. Gut, wäre jetzt, wenn ich so eine Verbindung verliere oder sowas, das mache ich jetzt nicht, also das lade ich jetzt nicht hoch. Wenn wir beide mal sterben oder sowas, laden wir dann schon mal hoch, können wir machen. Vielleicht nicht alle, aber hin und wieder. Aber du hast auch, also
dieserjenige hat dann auch geschrieben, dass ich mal so ein Best-of von so Fail-Runden machen kann. Aber wie gesagt, das ist die ganze Runde, die eigentlich dann so fail-artig ist. Wie die Folge, wo wir eigentlich nur gefühlt alleine auf der Map waren. Gut, also man muss sagen, es gibt schon so manchen Moment, wo du echt verkackt. Ja, klar. Wenn du wirklich fail ist, ja. Man kann es machen, theoretisch, wenn man sich wirklich hinhockt und dann sich die Momente merkt. Aber das Problem ist, die Handrunden sind immer relativ lang. Genau. Und da wieder diesen Moment rauszusuchen, das ist halt echt aufwendig. Weil in dem Moment merkst du dir das nicht. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mein Hobby, ich mach's ultra gerne. Und ich bin aber Vollzeit arbeitstätig. Und 40 Stunden die Woche, deswegen habe ich da auch leider nicht so die Zeit dahinter. Ich würde gerne sowas machen oder auch mehr, allgemein mehr Let's Playen. Aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich bin arbeitstätig und... Ein Arbeitstier. Ja, das ist... wir sind am Spielen und stell mir vor, ich würde mich jetzt noch irgendwann mal hinhocken und dort Videos volle Rotze schneiden und so Best-Offs machen. Das ist so viel Arbeit. Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Ist so. Ich meine, irgendwann mal will ich das bestimmt mal machen, ausprobieren und sonst irgendwas, aber Franken Skull, der hat das schon hin und wieder mal gemacht, solche Videos schneiden. Das ist Arbeit. Unmassen an Arbeit. Ja. Und ich habe die Zeit leider dazu nicht. Also ich werde es dir nochmal in den Kommentar schreiben, damit du selber auch noch Bescheid weißt, falls du das jetzt nicht mehr siehst oder sonst irgendwas, aber es ist massige Arbeit. Da kann ich leider nicht mit bedienen. Irgendwann mal vielleicht, aber aktuell eher weniger, weil ich keine Zeit dafür habe. Ja, gut, die Runde. Nice, nicht schlecht. War gut, ja. War keine schlechte Runde, kann man lassen. Du bist Stufe 20, ich Stufe 13, das ist natürlich, naja. Was hast du jetzt für Charaktere als Stufen? Dein erster Charakter, welche Stufe hat der? 38, gut, 22, 33, da haben wir's, 19. Da habe ich 28. Ah, okay, und dann 19 und 20. Na genau, da hast du den dritten Charakter höher und den fünften Charakter höher. Weil ich bei beiden rausgeflogen bin. Naja. Gut. Aber ich mag jetzt echt, also wenn ich jetzt die Aufnahme beende, das erste, was ich mache, ist echt nachgucken. Der ist umgekippt, ich bin mir zu 1000% sicher. Direkt vor. Ja, ich hab's auch gehört, dass was verrückt ist. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass du den erschossen hast. Ich dachte, du hast drauf geschossen. Deswegen war ich erstmal so, und dann bin ich gleich reingerannt. Weil der Schuss ja von rechts irgendwo kam von mir, weil der nach vorne, glaube ich, umgekippt ist. Das ist brutal. Was es nicht alles gibt in diesem Spiel. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Jo. Wir sehen uns in der nächsten Folgerunde. Und es kann passieren, dass vielleicht mal demnächst vielleicht mal so eine Folge Hand, also weil die kommen ja auch irgendwie immer in einem gewissen Abstand. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht auswendig welchen. Aber dass mal ein Tag ausgelassen wird. Mhm. Weil wir gerade nicht mehr so viel Puffer haben von Videos her. Und ja. Momentan eben auch Weihnachten ist, deswegen ist die Zeit ein bisschen knapp. Aber gut, danke fürs Zuschauen und ja. Bis dahin. Bis zur nächsten. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.